So, da. Dann machen wir hier mal weiter. Und wir können jetzt hoffentlich endlich meine Rüstung einmal zumindest leveln. Bis mir wieder alles fehlt. Weil es anscheinend überhaupt absolut unmöglich ist. Tarnfernkampfskills. Was bräuchte ich dafür jetzt? Spitzen-Behemoths-Herz. Spitzen-Sturmvogel-Herz. Ich habe noch nie einen Spitzen-Sturmvogel, glaube ich, getroffen. Geschweige denn, dass die direkt. Obwohl, die Herztropfen so immer. Und Bebezahn-Schutzzähne. Ey, diese verdammten High-Level-Upgrades. Ich frage mich halt wirklich, wann du die im Spiel noch holen sollst. Weil wir sind jetzt kurz vorm Ende. Und ich weiß nicht, wann das noch passieren soll. Weißt du, das ist halt irgendwie. Ich meine, würdest du wirklich 3 Sekunden, bevor das Spiel vorbei ist, irgendwie hier noch irgendwie alle Viecher zusammen. Danke. Entschuldigung. Würdest du wirklich noch alle Viecher zusammen farmen? Weil das klingt halt irgendwie so unfassbar mühsam, oder? Also jetzt irgendwie noch so auf dem letzten Meter? Wie, ich kann hier meinen Vogel nicht holen? Ich. Ernsthaft, ich kann hier nicht losfliegen. Ist hier Flugverbotszone oder was bei euch? Oh. Reitmaschinen kann diesen Ort nicht betreten. Warum nicht? Okay, wir fliegen von woanders. Reitmaschinen kann diesen Ort nicht befliegen. Was ist das denn nicht? Also wirklich. Aha. So. Wie sehen Sie nix? Ja, es gibt so ein paar Situationen, da würde diesem Spiel hier in der Ego-Perspektive auf jeden Fall einiges helfen. So, müssen wir jetzt ja nicht hin. Da vorne die komische Insel? Wahrscheinlich. Die liegen ja noch einige Schiffe im. Oder kann ich zu den Schiffen, die da am Horizont sind? Ich glaube, ich kann mir das sparen, so hoch zu fliegen, oder? Weil das ändert wohl. Ändert wohl nichts. Ah, die Schiffe sehen doch eigentlich relativ heil aus, oder? Hier sind irgendwelche und ich meine, wo sollen die Strom herkommen? Aber ich meine mal gelesen zu haben, dass die. Ist das da von der Alcatraz eigentlich denn? Weil das. Ich hatte mal gelesen, dass die Strömungen in der Bucht von San Francisco sind so tückisch und machen es dessen so schwierig, von Alcatraz runterzukommen. Weil du. Das Schwimmen ist so wie schwierig. Okay, die Boote sehen jetzt aber relativ intakt aus. Den kann ich nicht landen, oder? Aber die scheinen mir aber eher Kulisse zu sein als das andere. Oder? Naja, okay. Ein bisschen klein für Alcatraz, ne? Vor allen Dingen, weil da natürlich Kokos draus sind. Die Strömung und die Haie. Ich meine mal gelesen zu haben, dass Haiangriffe eher nicht so das Risiko großartig für Menschen sind. Dass das irgendwie schlechte Presse ist. Gut, das sieht aber eher aus, als wäre eine Aussichtsplattform gewesen. Na gut, vielleicht finden wir ja. Bin unten. Hat das Kroko gerade ernsthaft mal. Ich muss aufpassen. Ja, ja. Irgendwer schießt doch nicht. Was ist denn das? Dieser Grauhabicht, der geht richtig auf den Sack. Weißt du, der ist jedes Mal unsichtbar, wenn er auf mich schießt. Brenne! Frechheit. Ja, wirklich. So. Ach, da vorne ist ja das Schiff. Aber erstmal gucken, ob es hier irgendwo vielleicht einen Lock oder so gibt, was mir erklärt, was das hier jetzt für eine Insel. Ich kann sie jetzt durch Überbrückung auf meine Seite ziehen. Ja, kein Interesse. Wir zünden sie einfach an. Schön, dass das Schnappmaus sich auch nicht dafür interessiert zu brennen, ne? Ich habe nur einen von diesen Explosivdingern. Da müssen wir mal Satz herstellen. Was das wieder kostet. Aber ich könnte, glaube ich, zur Not könnte ich, glaube ich, Sprengpaste nachkaufen, wenn ich das unbedingt wollte. Ich bin gerade sehr beleidigt. Oh, die hochentwickelten Feuerdinger kosten so viel. Oder? Ich habe doch hier noch leichte Feuerpfeile. Keine Ahnung, also das ist ja. Der Schnellschuss, Nahkampfbogen, also diese Kriegsbögen. Ey, weiß er nicht. Das nehme ich mir. Also ja, klar, das macht irgendwie Damage und generell überhaupt. Aber das ist es jetzt. Aber keine Lockfights hier. Der berühmte San Francisco Kredithai kriegt alle.
Ja, hier sind eher ungefähr. Ich gebe ja keine 10 Menschen, die... Also vielleicht wohnen ja gerade genau die Menschen gefährden, genau hier in San Francisco. Keine Ahnung. Was ist da? Oh, ich habe einen Kreisekompass. Ich hatte mir übrigens... abgekriegt. Weiß nicht, ob er noch heil ist. Ich bringe ihn besser zu Hariam und Christian. Ja, vielleicht ich hätte mir dann... Ich habe mir dann neulich mal was durchgelesen zum Thema Kreisekompass im Wiki. Ja, die sind relativ komplexe Technologie, also sagen wir mal so, ich könnte jetzt keinen bauen. Was sie gleichen halt irgendwie durch die Drehung, also die müssen sich irgendwie auch also einkreiseln, du musst damit relativ lange geradeaus fahren. Und irgendwie durch die Drehung, irgendwie bilden die nicht nur einen künstlichen Horizont, sondern auch ein künstliches Norden. Also sie funktionieren halt besser als Magnetkompi und es gibt irgendwie mehrfachkreisende, oh, scheiße, ich krieg's gar nicht mehr richtig hin. Auf jeden Fall gibt es da so verschiedene Formen von kreiselnden Kompi. Und je mehr Richtung du hast, umso mehr kannst du halt irgendwie das ausgleichen, die Bewegung und das. Also sie sind schon ziemlich Hightech. Also es ist nichts, was man mal eben nachgebaut hat. So ein Kreisekompass. Wenn du nicht genau weißt, was da, wie das dahinter funktioniert. Die gefährlichste Art ist wohl der Mensch? Ja, wahrscheinlich. So, kann ich jetzt hier eigentlich einfach hinfliegen? Deswegen ist es sehr unbefriedigend, diese Quest, wo man einfach fliegen kann. Ne? Das ist halt, irgendwie das Fliegen war halt irgendwie der Großteil der Aufgabe und wenn du dann einmal da bist, passiert nichts mehr. Ich sollte das Ding landen. Kann ich das? Achso, da oben ist der Sonnensegel-Landeplatz. Das ist ja schön. Majestätisch. Flupp! Ja, okay, nice. Gibt's hier noch was Schönes? Warte mal, ist hier vor. Oh, hier ist noch ein Lock. Na bitte. Entlastend. Buch. Ein kleines Buch aus Leder in unordentlicher Quenschrift verfasst. Warum ist die Quenschrift unordentlich? Jetzt, wo ich hier bin, alleine, kommt alles wieder hoch, was ich bisher heruntergeschluckt habe. Müdigkeit, Trauer, Hunger, Wut. Haben wir wirklich die Hälfte unserer Leute, Schiffe und Vorräte verloren, um monatelang eine Metalltür anzustarren? Mir jeden Tag lässt sich schwerer verbergen, was wir alle denken. Diese ganze Expedition ist dem Untergang geweiht. Verflucht für den Moment, als wir vom Terminus auf dem Sturm trafen. Da, ich hab's gesagt. Vielleicht mache ich kurz die Augen zu, nach einer Weile. Es ist ja nicht so, dass wir bald nach Theben kommen würden. Wir wissen nicht, wer es geschrieben hat, oder liegt da neben der Leiche? Und jetzt sieht hier eigentlich noch so relativ ordentlich aus, als würde hier keine Leiche daneben liegen. Sie verkaufen mir aber auch keine? Ne, immer noch nicht. Das wäre halt irgendwie cool, wenn die einen die Rüstung verkaufen würden von den Quen. Also die, weil die Quen haben ja doch noch ein relativ einzigartiges Rüstungsdesign. Aber in der Hinsicht passiert ja gar nichts, ne? Donnerkiefer? Ach ja, stimmt, ich sollte ja einen Donnerkiefer für Theben zerstören. Ich erinnere mich wieder. So, Kinder, also ich habe euren komischen Kreisekompass. Den Ahnen sei Dank. Du bist zurück. Ist das? Tut mir leid. Er ist kaputt. Die letzte Hoffnung. Nein. Man muss ihn doch reparieren können. Wie? Wir müssen nur die Batterien wechseln. Und den Messfühler. Klar, denn die liegen ja einfach im Dschungel rum, damit wir sie finden. Warte. Die alte Flotte. Sie hat vielleicht, was wir brauchen. Welche alte Flotte? Als wir unser Schiff aufgaben, wurden wir südwestlich von hier an den Strand gespült. Dort waren von den Ahnen gebaute Schiffe. Aufseher Bohai wird uns nicht dorthin lassen. Er will nicht noch mehr Seeleute verlieren. Wir müssen die Flotte nach Hause bringen. Keiner kommt ohne intakten Kreiselkompass nach Hause. Ich kann sie euch besorgen. Du musst einen Messfühler finden. Sie sind meistens auf der Antenne des Schiffs. Und Batterien. Drei davon. Sie sind klein und vielleicht schwer zu finden. Dafür habe ich etwas. Und wieder vertrauen wir auf dich, Arnin. Aha. Okay, das ist habe ich schon erwähnt, dass die Dinge, dass die Kreisekompi relative Hightech sind und dass man die nicht so einfach nachbauen kann. Das von Batterien hat keiner was gesagt auf Wikipedia, aber ich habe den Eintrag auch echt nur überflogen. Aber anscheinend, naja, wo soll ich hin? Ach, das ist die eine Ecke, wo ich noch nicht war. Okay, wir fliegen. Ich habe keinen Bock, durch den Dschungel zu laufen. Das muss ja irgendwie gehen hier. Aber warte mal. Ich habe wirklich keinen Punkt in der Nähe. Ich muss da wirklich relativ weit laufen für. Das ist ja ein Elend. Strecken wir die Flügel aus. Gut, dass die Viecher keinen Kommentar dazu haben. Das ist ja vor allem immer noch der gleiche Sonnenflügel. Ich habe den ja nicht zwischendurch ausgewechselt.
Vor allem, wenn Aloy Sonnenflügler hacken kann, dann ist ja eigentlich die logische Folge, dass, falls wir das ja alles überleben, dass Aloy jetzt unsagbar mobil ist, ne? Weil wenn du so fliegst, also vorher mit ihren Reittieren wird die Entfernung natürlich auch wesentlich kleiner, als es vorher der Fall war. Aber mit Reittier ist ja alles noch wesentlich kleiner. Also mit dem Flug. Wo dann natürlich die höheren Temperaturen so ein bisschen ein Problem sind. Oh, hier oben ist übrigens ein Nest von irgendwas. Cool. Sag bitte nicht, das ist ein... So, angeblich kann man hier hochklettern. Ach nee, das ist... Aha. Oh, das Vieh sitzt da oben. Gibt's hier oben irgendwas? Oder ist das halt wirklich nur ein Landehorst? Ich höre hier Grünlands. Ich habe mir sehr das Gefühl, dass ich hier schon wieder Hardcore schummel, oder? Ja. Das hätte man hier irgendwie hochklettern sollen, glaube ich. Hast du einen guten Landsklumpen? Na gut. Ach, guck mal, da unten ist der Dings, aber es ist auch kein Spitzending, sie davon. Upp, da springt's los, das Vieh. Okay, es guckt mich aber nur verwirrt an. Okay, jetzt weiß ich, was es tun soll. Na, das ist ja gar kein Problem. Wir fallen einfach weiter. Wo muss ich denn überhaupt hin? Achso, das klingt jetzt aber eher nach irgendwie ein Tauchauftrag, oder? Kann ich in der Luft? Geht das? Oh ja, das geht. Okay, das ist cool. Das hat mir das Spiel, glaube ich, auch beigebracht, dass es geht, oder? Hariam und Christia sagten, dass ich hier alte Schiffe finden kann. Ich sollte mich umsehen. Aha. Ich sollte mich umsehen. Ich sehe mich sowas von um. Die alten Schiffe müssen hier irgendwo sein. Ja. Ich schaue doch schon. Was ist das da? Das sieht sehr aus wie ein altes Schiff. Wollen wir noch einen verrückten Einsiedler treffen in dem Ding? Also sie meint alte, echte Schiffe, ne? Nicht alte Dingsschiffe. Das sieht nach einem Wrack dort am Strand aus. Ja. Zeit abzusteigen. Plopp. Erstmal haben wir hier unten Grünlands. Das ist aber auch kein Spitzenschlachtrücken, oder? Ne, ist doch nur normaler. Ich brauche doch einen Spitzenschlachtrücken. Ich weiß doch nicht, wie ich den denn tot kriegen soll. Aber ich brauche ihn zumindest. Naja, da vorne haben wir irgendwas. Hey, natürlich hat... Die nehme ich besser mit. Hariam sagte, ich bräuchte 3 von diesen. Es muss hier irgendwo noch ein Schiff geben. Aha. Vor allen Dingen... Möchte auch kurz feststellen, die Batterien sind klein, leicht zu übersehen. Also muss ich jetzt davon ausgehen, dass das Spiel hier quasi so ein die Sachen einfach verkleinert. Und also bis man die vergrößert. Natürlich liegen die Boote auch nur im Wasser, ne? Aber Hauptsache die Batterie hat überlebt. Ist ja auch ein Quatsch. Also zumindest haben wir jetzt, dadurch, dass wir jetzt fliegen können, haben wir jetzt diese Bauruinen hier so noch ein bisschen, noch zumindest so ein bisschen Wert, ne? Ich glaube nicht, dass ich hier alte Schiffe finde. Ja, aber Batterien müssen ja nicht nur in Schiffen liegen, oder? Oder? Was ist denn das da vorne? Der Dampfer sieht doch recht veritabel aus, oder nicht? Aber da hinten ist vor allem eine einsame Insel. Kann ich zu der hin? Die ist nicht außerhalb des Spielbereichs. Ein gesunkenes Schiff. Vielleicht hat es das, was die Quinn für den Kreiselkompass brauchen. Ja. Es hilft nicht unbedingt, dass dieses Vieh hier irgendwie schief liegt, ne? Jetzt bin ich der dumme Kreiselkompass, liegt irgendwo oben. Sie brauchen einen Sensorfühler, der wird wahrscheinlich oben sein. Ich wollte übrigens gerade sagen, unten. Aber natürlich oben, weil das müsste irgendwo so. Nein, ey Leute. Nein. Ach. Da hinten so liegt erstmal wieder legendäre Stuff rum. Also das ist. Wir suchen eine Antenne, ne? Die ist ja bestimmt auf der. Okay, 3 Goldbarren, 3 Euro. Wie viel Geld ich hier einfach nur machen könnte, wenn ich einfach nur Gegenstände verkaufe. Ah, natürlich. Okay.
Der Sensorfühler liegt da einfach rum und sieht aus wie gestern. Sieht wie eine Art Stromquelle aus. Muss eine Batterie sein. Ah ja. Muss eine Batterie sein, natürlich, natürlich. Noch eine Batterie. Das sollte es sein. Jetzt noch den Messfühler finden. Ja, Eloy, aber was sehen wir denn? Was gucke ich denn hier gerade an? Aktive Hologramme? Was ist das hier? Oho. Pharaoh. Na, also. Ich denke, ich habe schon genug Dinger davon, aber. Was sehe ich hier? Ist hier irgendwo noch ein Lock? So? Wo bin ich jetzt hier gerade reingetaucht? Das ist ja faszinierend. Das ist. Ist das ein. Ist das ein Gebäude? Das ist ein Gebäude, ne? Ich kann das irgendwie gerade nicht so ganz zuordnen. Es schwimmen die Viecher hier rum. Das ist natürlich. Könnte jetzt gleich enorm nervig werden, weil ich hier unter Wasser auch nichts machen kann. Wir brauchen irgendwie eine Harpune für den nächsten Teil. Ey, Leute, jetzt hier nicht. Jetzt nicht hier. Oh, so, da können wir nicht ertrinken. Komm ich noch raus irgendwie? Sieht nicht so aus, ne? Ich habe mich, glaube ich, gerade. Ah, doch. Puh. Gerade erfolgreich festgebackt, würde ich sagen, aber warte, das ist doch nicht so. Kommen wir jetzt hier rein? Das ist schon irgendwie irgendwas Nautisches, oder? Weil das daneben sah halt aus wie ein Gebäude und das hier ist. Was ist das? Ferris geheimes U-Boot? Na, ja, da kann ich mich jetzt wieder hier erfolgreich festkanten, wenn ich das mache. Nee, in Ruhe, ihr komischen Vieh. Ich habe echt nichts. Ich habe echt nichts mit euch vor. Da sind wieder irgendwelche Hologramm-Displays. Ich kann es ja doch nicht deuten, was ich hier gerade sehe. Was soll ich sagen? Einfach unten reintauchen? Das. Nee, das geht doch gerade. Ach, da oben ist es. Noch eine Batterie? Habe ich jetzt 6 Batterien? 4? Noch eine Batterie. Ich sollte sie zu Hariam und Christia bringen. Ja, falls sie noch eine 4. Batterie brauchen. Man weiß ja nie. Achso, das ist einfach. Nur ein Fisch, okay? Okay, hier haben wir nur 15 Loot. Ich denke, ich suche einen Messfühler. Ja, okay. Also irgendwelche alten Skulpturen haben wir jetzt gefunden. Das bringt mich überhaupt nicht weiter. Hm. Haben wir irgendwo noch so einen hier? Also irgendwie ist das hier ein versunkenes Ferro-Luftschiff, würde ich behaupten. Oder bestimmt wahrscheinlich ein automatisches Schiff. Das ist ja irgendwie alles am Ende von Ferro gewesen, ne? Komme ich hier irgendwie nochmal an Land, dass ich. Ich glaube ja irgendwie, dass das das eine Schiff, was ich zwischendurch gesehen habe, das ist eigentlich schon das erste gleich, dass das vielleicht richtig gewesen wäre, weil ich hätte ja irgendwie mach so Master so ausschalten. Sie meinten ja, es ist irgendwo oben. So, die Preisfrage ist, komme ich jetzt weit genug nach oben an Land, um hier mein. Oh, kann mich der Sonnenflügel aus dem Wasser fischen? Oh ja, kann er. Das ist schon mal gut. Oder auch nicht. Na, aber das ist. Ach. Gut, das ist jetzt hier ziemlich anstrengend. Es gibt hier sowas wie Wellen, glaube ich. Also man konnte ganz kurz mal der Dialog da zum Aufsteigen. Komm schon. Ach, meine Güte. Okay, es ist nicht ganz so cool, wie ich dachte. Wenn ihm fliegt das Vieh dann auch gleich wieder weg, anstatt irgendwie auf der Stelle zu warten, auf der ich gerade bin. Ach, Mann! Komm ich da hinten irgendwie hoch? Ich kann mich ja wahrscheinlich nicht darauf verlassen, dass mich das Vieh immer aus dem Wasser fischt, oder? Ist ja kein Reiher. Yay! Okay, es ist doch ein Reiher. Gut, dann fliegen wir jetzt einfach zur einsamen Insel, bevor ich irgendwas weitermache. Weil die interessiert mich ja nicht gerade mehr als irgendwelche komischen anderen Gegenstände. Zumindest würde mich das interessieren, ob ich da hin kann, ob da vorher die Map-Grenze kommt. Oder aber wir müssen da noch hinfliegen, das kommt das nächste Quetlein. Die Höhe muss mich verwirrt haben. Ja, mein Erkundungsdrang habe ich verwirrt. Achso, okay, das, da hat der Messfühler, okay. Also ich weiß konkret genau, wo der Messfühler ist. Das ist ja ein Ding. Und zwar. Das ist immer noch nicht so ganz zu erkennen, was das überhaupt für ein. Achso, hier oben wahrscheinlich, oder? Genug.
genug geflogen. So, der Messfühler ist angeblich an der Spitze von diesem Ding hier. Schlimm aus. Die Antenne des Schiffs. Hoffentlich ist der Messfühler noch intakt. Wie genau ich... Aha. Oh, kein Messfühler. Aber eine alte Aufnahme. Oh. Hier ist die USS Anchorage. Wir rufen alle, die noch übrig sind. Die Medina, die Omaha und die New Orleans sind gesunken. Der Schwarm hat die Harris aufgerissen wie eine Büchse. Wie auch immer die Viecher das eigentlich machen, wenn die... Aufpassen! Haltet durch! Oh nein. Hm. Der erste Horus ist schwer beschädigt. Wenn wir das Feuer konzentrieren, können wir ihn vielleicht abschießen. Wir haben einen Ping zur Hamilton! Ich versuche übrigens gerade wegzuschwimmen, auch wenn das nicht so aussieht, aber Aloy ist der Meinung... Verloren! Aloy, hör doch mal auf, im fucking Kreis zu schwimmen! Wir fahren blind! Doch sie versuchten, andere Schiffe zu erreichen. Mein Fokus hat die Koordinaten erfasst. Vielleicht einen intakten Messfühler. Ich leide Schmerzen hier. Ich weiß nicht, ich will nur geradeaus wegschwimmen. Aus irgendwelchen Gründen schwimmt sie immer nach oben, nach unten, nach oben, nach unten. Das ist ja schrecklich. Oh. Wenn die letzten Billow-Gegner greifen mich hier gerade an, ne? Das ist, wenn man angegriffen wird, ist es bestimmt ziemlich schwierig, sich aus der Luft extrahieren zu lassen. Vielleicht ist der überbrückte Sonnenflügel noch da. Damit würde ich schneller zu den gefundenen Koordinaten kommen. Ja, wenn ich irgendwo hier auf Land stehen könnte. Oh ja. Nein. Ey Leute, warum? Wir standen doch schon auf Land. Bleib doch einfach stehen. Dann mal hoch. Oh. Steuerung, ne? Da frustrierst du überhaupt. Da sind wir dann wieder beim guten Dark Souls Gleichnis. So, wo muss ich hin? Wahrscheinlich schon zum Horus, oder? Ah, ne. Da, wo ich schon mal war, für den Dingsbumspunkt. Also, ich habe ja vorhin über die Quest gemeckert, dass das Fliegen wie das Spannendste war. Das stimmt gar nicht. Wir nehmen jetzt zumindest ein bisschen was anderes noch. Weil ich glaube, auf Dauer sollte sich Aloy lieber auf Sturmvögel umsatteln, oder? Weil diese... Die Sonnenflügler sind ja ganz witzig, so zum Fliegen. Ich dachte, so ein Sturmvogel wäre einfach schneller. Das ist ja nicht auch das Ding, warum sie unbedingt gerade sich die Sonnenflügler ausgedacht haben. Wenn die gute Graube habe ich, den würde ich ja sehen, die sind zu klein. Aber die Sturmvögel, die sind ja definitiv auch hackbar. Weil die kannst du ja auch übernehmen. Und die sehen wesentlich mächtiger aus. Das wären die dafür viel geeigneter. Das Ding hat nicht mal irgendwo Düsen. Vielleicht wäre es auch einfach ein bisschen zu ruppig, so einen Sturmflügel zu reiten. Also sie haben entschieden, dass ein Sturmflügel einfach zu mächtig ist, weil du damit ja quasi mit den Elektrokanonen quasi eine Ein-Mann-Armee bist, in diesem Fall eine Frau. Aber da könntest du ja schon alleine alles platt machen. Achso. Wo kommt denn jetzt die Schlange her? Hä? Ist das eine Schlange? Was ist denn so? Hat eine Antenne. Mit einem Schreckflügel drauf. Oh, na toll. Ich muss mich darum kümmern, bevor ich nach dem Sensor gucke, den die Quen brauchen. Ich bin nicht willkommen. Ja, ich würde mal sagen, bei der Gelegenheit hauen wir mal kurz das Schild rein. Gegen was war ein Schreckflügel empfindlich? Nein, Blitzbinde interessiert mich nicht. Gegen was sind die empfindlich? Hallo? Feuer, okay. Oh, das ist wieder so ein ewiger... Glaubt das Vieh nicht, dass es unsichtbar ist? Warum kann ich die nicht hacken? Ich habe irgendwas an dem Vieh getroffen. Aber keine Ahnung was. Jetzt ist... Also es hat scheinbar viele Elemente zur Auswahl. Was ich hier Feistus immer gedacht habe, naja, Tarnen ist eigentlich...
Tarnen ist immer irgendwie eine praktische Fähigkeit. Meinst du, mir fragst, was kann denn das viel realistisch noch machen, jetzt nachdem es gerade beide Elementwerfer verloren hat, die es noch so da hatte? Dass ich so einen Schaden pro Schuss mache, ist halt irgendwie auch so ein bisschen... Okay, jetzt kann ich einfach umlatschen, das ist natürlich fair. Es kann sogar noch fliegen. Tseh! Muss ich drauf springen, ja. Okay, jetzt sollte ich mir die Antenne angucken können. Hui! Achso, hier unten durch die Antenne. Irgendwie wirkt dieses Schiff auch sehr komprimiert, oder? Ein intakter Messfühler. Das dürfte Hariam und Christia ausreichen. Yay, wir können das Ding abgeben. Aber vorher, kurzer Zwischenschritt am Unterschlupf, um es mal wieder Tag zu machen, weil es in diesem Spiel ja irgendwie immer Nacht sein muss. Was mir nicht ganz erkennbaren Gründen eigentlich. Das ist irgendwie, irgendein Spiel hat das doch, wo man einfach die Uhrzeit festlegen kann. Noch besser wäre noch eine Funktion, dass du sagen kannst, naja, das ist halt immer, sobald es irgendwie Abend wird, wird es am nächsten, wird es gleich darauf wieder, ist gleich wieder Morgengrauen oder so. Wer möchte denn bei Nacht kämpfen? Außer in Vegas? Ist es halt irgendwie nie gut hier in diesem Spiel. Irgendwie mal am Tag unterwegs, in der Nacht unterwegs zu sein, weil das ist halt irgendwie immer unlustig, weil es ist halt immer dunkel. Also man sieht halt nichts. Das ist halt irgendwie Wald und da hat halt auch kein Licht oder sonst irgendwas. So. Glaubst du, wir kommen hierher zurück? Warum sollten wir? Kinas. Ja, ja, genau. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe sogar 4 Batterien. Ich habe, was ihr braucht. Danke. Ich repariere sofort den Kreiselkompass. Ich komme nach Hause, Miandra. Du hast uns wirklich sehr geholfen, Aloy. Christia ist nicht die Einzige, die von jemandem erwartet wird. Sie wird den Kreiselkompass schnell repariert haben. Wir können dir niemals genug danken. Doch das ist ein Anfang. Wenn ihr etwas braucht, kann Bohai Alva kontaktieren. Sie kann bestimmt helfen. Mögen die Ahnen uns sicher leiten. Ah ja. Yay, 2 Flugreitmaschinenquests abgeschlossen. So, gut, was haben wir denn noch für schöne Quests hier, die wir noch machen können? Also, wir sind jetzt ja am Boden vom Fass, ne? Es dürfte Gezeiten der Gerechtigkeit gibt es noch. Genau, Suche nach dem Flussräuber. Und dann haben wir, glaube ich, alles gemacht, bis auf meine Waffe. Ich glaube, dann sind wir soweit erstmal fertig. Also, ich meine, es gibt hier noch ein paar Flugschreiber. Ne, Überwachungsdrohnen gibt es auch noch, die müssten wir auch noch sammeln. Ah, 30 Skillpunkte. Ich habe 30 Skillpunkte über? Darauf habe ich noch gar nicht geachtet. Okay, das hat 30 Skillpunkte. Die können wir ja schnell verbauen. Guck mal hier, 5 weg. Was fehlt hier noch? Guck mal, hier kann ich noch eine Inventarraserei bauen, worum man das gut sein soll. 7. Das reicht, das geht sich nicht aus, ne? So, irgendwas fehlt hier noch. Ah ja. Stelle fallen schneller her. Ja, oh, das hätte ich vielleicht mal. Oh nee, Werkzeuge schneller herstellen, das bringt mir eigentlich nichts. So, hier mal 29 für 29. Hier fehlt noch das Ding hier noch. Jetzt fehlen hier noch 2 Sachen. Gut, die Skillpunkte reichen nicht mal für alles. Mir fehlt noch die Nahkampfmacht zum Beispiel. Und die anderen Dinger. Na gut, das fehlt nicht mehr so viel. Da fehlt noch. Oh, hier rechts fehlt noch eine Fähigkeit. Fehlt noch der Diskuswerfer. Na gut. Sei es drum, dann machen wir nochmal die letzte Nebenquest und dann haben wir es, glaube ich, geschafft, hier alles zu machen, oder? Dann weiß ich nicht, was mir noch dazu noch einfällt. Na gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.